Aber ich würde halt aufpassen, weil ich glaube, Hyperpersonalisierung funktioniert auf einer Produktebene. Aber wenn du dich als Marke auf alle einschießt, dann glaube ich, kann es passieren, dass du dem gleichen Schicksal erleidest wie, weißt du noch, an der Schule, da gibt es die Leute, die wollen mit jedem befreundet sein und sind am Ende aber nicht mit jedem befreundet, weil sie halt allen probieren, recht zu werden und sind das ein Chamäleon ohne Identität. Ich bin Jonathan Mall, der CIO und Co-Founder von NeuroFlash. Wir feiern jetzt bald den 1-Million-Nutzer-Meilenstein, da wir jetzt doch vielen Leuten es ermöglicht haben, und dank KI dann doch besser zu kommunizieren. Als ich klein war, fiel es mir sehr schwer, mit Menschen zu reden. So, habe immer schwitzige Hände bekommen und war eher still, als viel zu reden. Und dank KI geht das heutzutage ein bisschen einfacher. Und heute wollen wir mit dir, dann als Experten im Bereich KI und Neuropsychologie, über das Thema KI sprechen. Wir wollen Themen hinterfragen, ich hoffe kritisch hinterfragen, gucken, wie weit ist Deutschland, wie weit sind die KMUs und was bringt die Zukunft? Möchtest du vielleicht nochmal für die Leute, die nicht so tief in dem Thema sind, einmal ganz grob und easy erklären, wie denn so eine KI funktioniert? Ich probiere es so einfach, wie auch ich es verstehe. Ne? Am Ende sind es Vektoren und so, alles schwer, schwer. Also, im Grunde sind die großen Sprachmodelle heutzutage, die haben gelernt von zusammenhängenden Texten, welches Wort folgt auf jedes weitere Wort. So. Und wenn du dann anfängst zu sagen, schreib mal einen Blogpost zu diesem Thema, dann überlegt es sich, okay, hätte ich diesen Satz schon mal gesehen, wie würde der dann wahrscheinlich weitergehen? Und in dem Fall würde er so weitergehen, dass es aussieht wie ein Blogpost zu diesem Thema. Im Grunde ist es nichts anderes als eine Autovervollständigung. Also wenn jemand noch von Nokia T9 kennt, ne, oder Autocomplete, es ist eigentlich das. Aber dadurch, dass halt der gesamte Text, der vorangestellt wird, der dann autocompleted wird, sehr komplex sein kann, kann dann halt auch die Generation sehr vielen Regeln folgen. Ne? Kann halt sagen, meine Persönlichkeit, mein Thema, meine Zielgruppe zu dieser Jahreszeit und so weiter. Und all diese Sachen gehen dann rein in die Autovervollständigung. Und dann ist halt der Text entsprechend sehr nah an dem, was man auch erwartet hätte. Super spannend. Wir seppen mal 2, 3, 5 Jahre vor. Sprich, alle Texte der Welt kommen von irgendeiner random KI auf der Welt. Welchen Stellenwert hat dann da noch der Mensch, wenn wir wissen, dass ja eigentlich der ganze Content, den die Menschen konsumieren, nur noch von einer KI stammt? Ich glaube, das Problem bei diesem Bild ist, dass man davon ausgeht, dass die KI das quasi irgendwie von alleine macht, ohne von den Menschen gesagt zu bekommen, wie genau es sein muss. In der Realität ist doch so, jede Marke hat schon eine Tradition, ne? Kommt irgendwo her, hat ein bestimmtes Markenbild. Ich kann mir keine Zeit vorstellen, wo die KI wirklich alles übernimmt, sondern nur Zeiten vorstellen, wo die Person, die Marke, die KMU, die etwas zu sagen hat, das genauso sagt, wie sie es sagen möchte. Auch wenn sie damit dann KI nutzt. Weil überleg, wenn du in diesen Kontext reinschreibst, wer du bist, was deine Aktion ist, was du damit auslösen möchtest und so weiter, das bist ja alles du. Und das kannst du ja sogar mit wirklich deinen eigenen Worten machen. Du kannst ja reinreden und sagen, ne, das ist auch mein Wortlaut und so weiter. Und daraus wird etwas generiert. Aber ein Copywriter, dem du diesen Brief gegeben hättest, der hätte das sehr ähnlich gemacht. Und es ist entsprechend immer noch authentisch und nah an dem, was die Vorgaben waren. Trotzdem ist es ja spannend, weil ich las letztens, dass sich amerikanische börsenliche Aufsicht davor warnt, dass in X Jahren die Börsen zusammenbrechen werden, weil prinzipiell jeder Trade nur noch auf KI-Analysen basiert. Und das Problem dann ist, dass ja prinzipiell jede KI das gleich, mehr oder weniger gleich, bewertet und der menschliche Faktor da drin einfach fehlt. Und wenn man das auf KMUs auch wiederum zieht, hast du dann das Thema, dass eine KMU oder ein Enterprise-Unternehmen KIs benutzen kann, um die Marke möglichst effizient zu platzieren. Zum Beispiel in China hast du sehr viele populäre Influencer. So die rein KI-basierte Influencer sind. Und die generieren ja auch sehr viele Menschen hier auf sich. Und das führt ja dann doch irgendwann dazu, dass die Menschen nur noch konsumieren und nicht mehr kreieren, oder nicht?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es wird in der Zukunft sehr viele Menschen geben, die dank KIs noch mehr produzieren, noch mehr ihrer Kreativität dann eine Stimme verleihen können. Mhm. Aber ich finde es beeindruckend. Wir sind jetzt seit über 8 Jahren am Markt. Und am Anfang mussten wir Leute davon überzeugen, KI, das funktioniert wirklich. Mhm. Glaubt uns, hier sind die Studien, hier sind die Tests, das funktioniert. Und wir sind auf der Gegenseite darauf gestoßen, ja, müssen wir nochmal testen und hier vergleichen und so. Mittlerweile, genau wie du sagst, ist es genau das Gegenteil. Jetzt denken die Leute, ja, das kann ja alles. Das ist ja viel besser als ich. Und ich glaube, beide Extreme sind halt nicht richtig. Mhm. Ne? Und da wir in den meisten, wenn es um Kommunikation geht, dann geht es ja kommunizieren über das, was uns als Gesellschaft, als Kultur beschäftigt und wichtig ist. Auch im Marketing. Ne? Schau dir die Aktionen an von Nike, Adidas, wie die aufspringen auf kulturelle Phänomene und sagen, ja, und wir, ne? Power und so, springen damit auf und können uns darin platzieren. Das funktioniert aber nur in dem Moment, ne? In dem Monat, wo das wirklich Thema ist. Mhm. Sprich, ich glaube, solange sich die Kultur weiterentwickelt und wir von Menschen auch kommuniziert bekommen, was gerade wichtig ist, werden KIs eigentlich so genutzt, dass sie das zwar umsetzen können, aber nicht ersetzen. Mhm. Weil die Themen sind menschengemacht und auch wenn dann der Content KI produziert ist, sind es immer noch menschliche Themen und muss auch Kommunikation immer für den Menschen gemacht sein. Ja, korrekt. Also ich sage immer, dass heute die ganzen Text-to-Text-KIs insofern sind vergleichbar mit der hier, so mit der Vorstellung von Photoshop vor, ich glaube, 20, 30 Jahren, richtig? Wo dann die meisten Leute dachten, okay, cool, plötzlich ist es super einfach, Kunst herzustellen, Grafiken zu produzieren und so weiter. Was aber dann passierte, die Leute dachten, dass es können, richtig, haben es reproduziert, trotzdem sah es scheiße aus, richtig? Und genau das Gleiche passiert, glaube ich, jetzt auch. Leute denken, es ist super easy, mit KI Content zu produzieren, probieren es dann aus und stellen dann fest, okay, meine Prompts waren wohl nicht gut genug, der Text und Co., der dann rauskommt, ist halt doch schlecht. Ja. Ja, die Frage in dem Kontext ist immer, was ist wirklich der Mehrwert von einem Experten in einer Funktion? Mhm. Der Experte Copywriter, der kann meiner Meinung nach am besten auswählen, was dann am Ende die Copy ist, die wirklich gut ist, weil er hat es im Blut. Gib einem Laien die Textgeneration und der produziert ganz viel Unsinn und kann halt leider selber nicht bewerten, ob es gut ist oder nicht. Wenn aber halt der Top Creative sich ganz viel produzieren lässt mit guten Vorgaben, dann kann der sehr viel schneller das Richtige auswählen und sagen, alles klar, das ist es, muss noch das und das umgestellt werden und raus damit. Mhm. Sprich, der Experte mit KI wird vergleichsweise besser als der Laie mit KI, der einfach nur mehr produziert, aber deswegen nicht besser. Ja, würde gerne nochmal in das Thema Optimieren springen. Wenn du eine Vielzahl an top durchoptimierten Texten, Ergebnissen und so weiter bei jetzt in der klassischen von Google-Suche hast, wer steht dann oben? Es gibt halt keine perfekte Marketing-Message. Es gibt nicht diesen einen Satz, der magisch ist und alle klicken da drauf wie wild, weil es geht ja immer darum, wofür? Und dann gibt es halt tausende Zielgruppen. Für wen? Da gibt es tausende Zielgruppen. Dann gibt es wofür? Was ist überhaupt dein Produkt? Was ist deine Marke? Da gibt es halt auch wieder tausende. Und dann wann? Also was davon ist gerade für die meisten Leute auch relevant? Und da gibt es halt die ganze Menschheitsgeschichte und jetzt noch ein paar Milliarden Jahre, bis die Sonne irgendwie explodiert. Also die Anzahl von Varianten, die deswegen für eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt, für ein bestimmtes Produkt ideal sind, optimiert, optimal, das ist halt für jede Konstellation anders. Mhm. Beispiel SEO. Okay. Google, der schaut sich natürlich schon ein paar Sachen an, aber auch der weiß wieder, wer bist du, welche Zielgruppe bist du, was interessiert dich und rankt entsprechend, weil er ja vorhersagen kann, was wäre wahrscheinlich für dich die Click-Through-Rate und so weiter und die Relevanz. Also die, wenn alle zum Beispiel unsere Applikation nutzen, dann wird der Content da draußen trotzdem sehr mannigfaltig, sehr heterogen sein, weil jeder halt mit einem anderen Ziel, mit einer anderen Zielgruppe und einem anderen Produkt antritt und deswegen auch, wenn sie sich für das gleiche Keyword sozusagen platzieren wollen, da ganz anders rangehen und ganz anders rangehen sollten, weil ja jeder auch probiert, jemand anders zu erreichen, zu einem bisschen anderen Thema, aus einer anderen Perspektive mit ihrer eigenen Marke. Super spannend, weil tatsächlich wir haben ein paar Global Player unter unseren Kunden und deren Ziel ist es tatsächlich, mal in Zukunft, ne, in 5 Jahren oder so, oder 10 Jahren, dann pro Konsument, ne,
individuellen Content zu produzieren. Ich würde halt aufpassen, weil ich glaube, Hyperpersonalisierung funktioniert auf einer Produktebene. Mhm. Wenn du bei Amazon bist, dann will ich halt als Person wahrscheinlich diese bestimmten Produkte und das ist in Ordnung. Aber wenn du dich als Marke auf alle einschießt, dann glaube ich, kann es passieren, dass du dem gleichen Schicksal erleidest wie, weißt du noch, in der Schule, da gibt es die Leute, die wollen mit jedem befreundet sein und sind am Ende aber nicht mit jedem befreundet, weil sie halt allen probieren, recht zu werden und sind das ein Chamäleon ohne Identität. Mhm. Und eine Marke darf das auf keinen Fall werden. Eine Marke muss am Ende auch 20% der Leute nicht gefallen, damit sie sich abgrenzt. Das ist richtig. Also die Marke muss in der Tat so teilweise harte Linie zeigen. Genau. Ich glaube, auf der Produktdarstellungsseite kannst du das in so Produkt mal hier auf einem, insofern ein Beispiel, Badelatschen. Mhm. Insofern, du kannst es mal hier in einem im Spa zeigen, mal im Strand und Co. Genau, ja. Also das geht ja dann ganz gut auch durch KIs mittlerweile. Ja. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt, weil du damit ja auf der Ebene zum Beispiel von Zeitpunkt, wann werde ich die Badelatschen nutzen? Gehe ich in die Sauna, gehe ich zum Strand, genau. Laufe ich damit durch mein Haus oder so? Und dann ist es natürlich super praktisch, wenn du ein 3D-Modell hast, weil dann kriegst du halt die Hintergründe schnell hin. Aber dann ist es halt nicht mehr eine Personalisierung der Marke irgendwie, dass sie anders klingt, sondern die klingt immer gleich, aber du sagst halt nur situationsbedingt, das ist das Perfekte für die Sauna, weil die Leute dann halt sehr schnell verstehen, oh okay, das passt zu, wie ich Badelatschen benutzen würde. Mhm. Das ist gut. Also ich denke schon, Optimierung geht, aber halt nicht auf allen Bereichen immer, weil dann verlierst du halt deine Identität. Was ich immer spannend finde, weil wir sprechen ja mit sehr, sehr vielen Unternehmen, ne? Und was ich mich immer dann frage, ist, wie lange braucht es, um den Unternehmen, weil das so der große Massenmarkt, sprich die ganzen KMUs und Co., die ziehen ja viele Jahre später erst hinterher. Ne? Ja, so zum Beispiel CGI, der ist ja schon 30, 40 Jahre alt, das finde ich neu. Ja. Trotzdem beruhen viele Unternehmen noch auf klassischen Fotoshootings, weil das ja der Bekannte schon seit 15, 30 Jahren whatever macht. Ja. Und die davon zu überzeugen, dass das tatsächlich einen Mehrwert bietet, ich habe auch Zeit und Kosten spart. Einfach, heutzutage müssen wir alle Kosten sparen. Ja. Und ist halt eine immense Herausforderung. Ich frage mich, was glaubst du, wie lange dauert das, bis populär wird? Ich glaube, es ist aktuell eine Riesenchance, gerade für KMUs, um mit der Technologie von euch quasi Fotoshoots so schön aussehen zu lassen, als hätte da halt ein Riesenunternehmen Hunderttausende von Euros reingesteckt. Weil das geht halt mit der Technologie und du kannst es eigentlich nicht unterscheiden. Also das ist eine extreme Demokratisierung von der kleinen KMU, die halt dadurch sehr viel schöner aussehen kann, zum viel kleineren Preis und sich dann im Zweifel halt auch auf ein Segment einschießen kann, für das es sich davor gar nicht gelohnt hat, so viel Geld irgendwie einzusetzen. Ne? Also ich glaube, die Chance ist gerade bei den etwas kleineren, ne? Die ein gutes Produkt haben und jetzt aber dank der KI genauso schön, genauso schnell generieren können wie die Großen, aber haben halt nicht mehr die Kosten, also viel weniger Kosten. Und durch die Geschwindigkeit, glaube ich, können sie dann wirklich viel vom Markt dann auch wegnehmen. Oh, okay, spannend. Weil was wir mal feststellen, ist speziell, wenn wir mit den Industrieunternehmen sprechen, die wollen immer mehr fancy Content. Mhm. Also deswegen gehen jetzt viele Unternehmen halt tatsächlich hin und sagen, ey, wir wollen auch unsere Druckmaschinen geil darstellen. Und da zieht dann häufig auch kein besserer Content. Richtig. Ich glaube, das eine ersetzt ja nicht das andere. Ne? Ich glaube, im Kaufprozess willst du ja an einem bestimmten Punkt, brauchst du das Datensheet, das total langweilig ist und halt praktisch formatiert, nicht schön formatiert, weil da steht halt alles drin, was auch alle Leute in deinem Unternehmen dann nochmal abzeichnen müssen. Mhm. Aber ganz oben, wo du zum Relevant Set kommst, weil es gibt 50 Anbieter, aber keine Person guckt sie 50 an, sondern vielleicht 5. Mhm. Um bei den 5 zu sein, brauchst du vielleicht so eine flashy Animation, die halt dich so ein bisschen mitreißt, wo du denkst, oh, das sieht ja echt snappy aus, ganz cool, das schaue ich mir mal näher an und dann gehe ich auf die Produktseiten. Und das Spannende ist auch, mal angenommen, ihr habt ein schönes Bild generiert, ne? Produktbild. Und dann soll darunter eine Produktbeschreibung. Das Spannende ist, gerade bei der Produktbeschreibung willst du eigentlich einen 0815-Text. Warum? Weil in Studien haben sie gezeigt, dass die 0815-Produktbeschreibung besser funktionieren als komplex ausgearbeitete Texte von einem Copywriter. Warum? Weil die Produktbeschreibung in der Regel dafür da ist, um jemanden quasi seicht
keine Probleme in den Weg zu legen, sondern einfach nochmal alle Häkchen zu setzen bei, ja genau, so ein Ding brauche ich, die Größe, oh, es hat auch noch eine große Batterie, alles klar, gut. Und du willst durch diesen Text eigentlich so einfach wie möglich durchkommen. Mhm. Und die KI generiert ja genau den Text, der quasi so ist wie der komplette Durchschnitt. Mhm. Und das ist super. Weil wir als Menschen lieben komplett durchschnittlichen Text, der ist am einfachsten zu konsumieren. Der ist nicht unbedingt spannend, mhm. der überregt keine Aufmerksamkeit oder sowas, aber mhm. ein Produkttext soll häufig gerade nicht spannend sein, sondern du sollst ihn komplett gelesen haben und eigentlich die ganze Zeit nur bestätigen, ja, deswegen wollte ich es eigentlich schon die ganze Zeit kaufen und jetzt will ich es immer noch kaufen. Wohingegen beim Social Media Post sollte ja der erste Satz dich erstmal catchen und du denkst, hä, ne, das sehe ich überhaupt nicht so, jetzt bin ich sauer, jetzt will ich den Rest auch noch lesen. Ne? Ganz anderes Mindset, weil du willst halt da zum Beispiel Engagement. Beim Produkttext willst du das nicht. Du willst, dass die Leute durchkommen und mhm. auf den Buy Now-Button klicken. Mhm. Also deswegen, je nach Content-Typ, willst du manchmal komplett durchschnittlichen Text. Mhm. Macht AI sehr gut aus der Box. Und bei manchen Sachen willst du halt einen besonderen Text, der so klingt wie deine Marke und vielleicht auch ein bisschen anstößig ist, damit Leute darauf reagieren, Aufmerksamkeit geben. Ja, und dann musst du halt eine Persönlichkeit aufbauen, gutes Thema haben mhm. und so weiter. Bisschen mehr Vorbau, damit wirklich was Spannendes bei rauskommt. Wir sprachen darüber, dass KI ja alles Mögliche durchoptimiert, richtig? Ja, aber wir haben ja auch Themen, speziell wenn man so hört, Unternehmen ließen KIs mal für eine Zeit von miteinander sprechen. Ne, da so passieren ja teilweise dann auch schon sehr, sehr krasse Sachen, die halt nicht okay sind. Was denkst du, kann eine KI solche Fails zukünftig verhindern oder glaubst du, dass eine KI sowas fördert? Kommt darauf an, wie du es einsetzt, weil die KI wird halt immer das generieren, was du ihr sagst, dass sie generiert mhm. und wenn du dem quasi zu viel Freiheiten lässt, kann halt mhm. schon mal was dazwischen sein, wo jeder Mensch gesagt hätte, ja, ein bisschen doppeldeutig, nicht so gut mhm. und sollte entsprechend daraus. Das heißt, für uns ist der Mensch in dem Entstehungsprozess extrem wichtig, weil dieses Bauchgefühl von wegen, ja warte, das solltest du vielleicht nicht sagen, mhm. das kannst du nicht so einfach zumindest mit der KI abbilden. Mhm. Und so wäre es denn theoretisch für möglich, einer KI beizubringen, was denn hier aktuell politisch korrekt ist. Beispiel, letztens brachte Burger King hier eine Kampagne in UK raus, die dann besagte, dass wir Frauen in die Küche gehören. Mhm. Könnte eine KI dieses prüfen und dann den Werbern hier eine Warnung geben und sagen, ey, mit vermutlich 75% wirst du daraufhin für einen Shitstorm bekommen? Die Möglichkeit ist natürlich gegeben, aber gerade im Marketing ist ja häufig auch das Spielen mit Aufmerksamkeit und so mhm. dieses, ne, du lenkst die Leute erst in die eine Richtung und dann biegst du halt scharf links mhm. ab. Das ist ja häufig der Sinn dabei. Mhm. Also mir fällt jetzt bei dem Satz, Women belong in the kitchen, nichts Lustiges ein, irgendwie, was man danach sagen könnte, um es nochmal rumzureißen. Das ist sehr offensichtlich sexistisch und deswegen würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Aber da wiederum spielt wirklich der Mensch mit rein. Mhm. Und denke ich, dass der, weil politisch korrekt ist schwierig zu quantifizieren, aber es gab mal so eine schöne Definition, auch von anderen Themen, und der rechtliche, die dann halt besagte, wenn der Mensch das sieht, dann weiß er, was es ist. Mhm. Weil du kannst es, viele Sachen kannst du einfach nicht, ne, mit diesen 12 Faktoren und wenn du da eine 3 hast, dann ist es das, kannst du kaum machen. Es ist halt immer etwas, was du nicht erwartet hättest, was aber wenn du siehst, dann weißt du, das ist das. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Genau, und ich glaube, das ist auch bei KIs extrem wichtig mit, also die KI kann dein Co-Pilot sein, um kreativ zu sein und viel zu produzieren, fein. Aber du solltest die Person sein, die es postet. Mhm. Du solltest die Person sein, die dem Ganzen nochmal deinen Stempel drauf drückt und auch wirklich sicherstellt, dass das ist, was du sagen wolltest. Mhm. Also wir sprachen vorhin darüber, dass ja KIs den Markt so ein bisschen demokratisieren, richtig? Mhm. Also auch speziell in kleineren Unternehmen, KMUs und Co. Die Möglichkeit bieten, mit relativ wenig Ressourcen sehr viel zu produzieren, so wie die Großen halt. Ja. Na, das finde ich an sich eine super spannende Möglichkeit, ne? Weil du hast jetzt als Hidden Champion und als ganz kleines Unternehmen genau dieselben Möglichkeiten wie für Global Player, mhm. nur mit weniger Marketingbudget genau. natürlich, ja. aber ich glaube auch, es fehlt genau dieser kleine Schritt, Job, lass es machen. Lass doch einfach einen kleinen POC starten. Das kostet
kaum was bis gar nichts. Du musst aber mal starten. Ja, und da sehe ich, glaube ich, in Deutschland, das ist nicht bei allen, ne? Das ist so bei, glaube ich, 30% der Leuten. Aber das sehe ich weniger in den englischsprachigen Workshops sozusagen als in den deutschsprachigen. Das sind einfach Leute, die suchen nach den Fehlern. Die suchen nicht nach den Möglichkeiten, sondern die suchen Bestätigung dafür, dass sie es eigentlich händisch viel besser können, anstatt nach einer Möglichkeit zu suchen, das zu integrieren. POCs sind deswegen eine super Möglichkeit, das zu durchbrechen, aber auch da kannst du jemanden haben, der das eigentlich nur macht, um das Haar in der Suppe zu finden, um zu sagen, ja, das willst du doch nicht essen. Ja, wie gesagt, Deutschland ist da, ist gut, also wir können uns nicht beklagen und ich glaube, es wird auch besser, aber das Mindset ist dann doch anders, ne? POCs, traust du dir auch mal etwas zu machen, von dem du davon ausgehst, es wird auch vielleicht nicht funktionieren? Ja. Und wie viel Geld tust du dann da rein? Was die Leute halt immer nicht verstehen, glaube ich, in Deutschland ist, was kostet es mich, wenn ich nichts mache? Korrekt. Das ist ein Riesenthema. Jetzt vor ein paar Tagen war ja noch die Agri-Culture-Messe in Hannover. Und wenn du dort über die Messestände gehst, du hast dort amerikanische Marken, niederländische Marken mit Top-Ständen, die für Traktoren, Maschinen sehen. Also wir sehen nicht aus wie aus der Zukunft, voll geladen mit Daten. Ja. Dann hast du deine zwei, drei für Deutschen so drunter und der zeigt Handyfotos. Handyfotos, relativ verschlichte Texte, wo du dann denkst, ja, es ist halt schade, dass die nicht hinterherkommen. Vielleicht als Stichwort, ne? Also, und man erkennt das ja auch selber, wenn man sein Unternehmen führt. Viele Leute verlieben sich häufig in ihre eigene Lösung und verlieben sich nicht in das Problem ihrer Kunden. Weil wenn du das Problem der Kunden wirklich lieben würdest, dann würdest du wissen, dass wenn du einfach nur ein Handyfoto davon hast, dann kann natürlich die Liebe nicht rüberkommen, sozusagen. Ne? Dann hast du halt nur die tolle Maschine gebaut und hast dir nicht darüber Gedanken gemacht, wie das Problem jetzt passt zu der Maschine. Und in der Mitte muss ja die Kommunikation stehen. Ne? Dass du den digitalen Zwilling hast, der wirklich mal zeigt in 16 verschiedenen Bereichen, wie das Ding funktionieren würde. Und zwar so, dass es glänzt, dass du einfach verstehst, wie gut das ist. Na, und das ist halt immer in der Mitte. Weil wenn du dich nur darauf beschäftigst, das tollste Produkt zu bauen und nicht zu kommunizieren, damit es zum Problem passt, ja, dann verkaufst du es am Ende auch nicht. Glaubst du, dass Deutschland da eine Chance hat, dort hier aufzuholen, speziell jetzt auch mit dem Heilbronner KI Campus zum Beispiel? Und wenn ja, was muss passieren, damit wir es tun? Ich muss sagen, ich bin mir da nicht sicher, inwiefern die Innovation tatsächlich kommen wird aus diesen einzelnen Tech-Monopolen, ne, den großen fünf, Amazon, Apple, Google und so weiter. Oder ob nicht auch Open Source da den Leuten so ein bisschen das Wasser abgräbt, weil ja, die offenen Modelle sind da, du kannst iterieren, kannst es dann für dich selber eigentlich ganz gut zusammenbringen. Weil in dem Zusammenhang, Wie sieht es dann in Deutschland aus? Die Unis haben auch in Deutschland immer noch Top-Leute. Die werden richtig gut ausgebildet. Die können sich neue, tolle Modelle ausdenken und die werden dann halt auch Open Source oder dann halt in den Unternehmen, wo sie reingehen, entsprechend verwertet. Da ist immer noch sind viele Brains sozusagen, die viel leisten können. Wenn es natürlich um Daten geht und auch Offenheit der Unternehmen, um zu kollaborieren und so, ja, schwierig. Weil das, was du gerade sagst, das höre ich natürlich auch von CEOs, CMOs und so weiter, die jetzt sagen, hey, das ist totales Thema, da müssen wir was mitmachen. Und jetzt laufen die auch alle los und machen irgendwas. Aber etwas machen und Geld investieren, immer noch zwei Paar Schuhe. Und gerade bei dem zweiten dann auch wirklich Portemonnaie rauszuholen, ja, da sehe ich noch Nachholbedarf in Deutschland. Ja, in der Tat. Lass zum Schluss noch mal ein paar Minuten über die Zukunft sprechen. So, was glaubst du, passiert in den nächsten, sagen wir mal, 3-4 Jahren? Boah, ganz ehrlich, also, okay, eine Sache, die ich sagen kann, ich glaube, kurzfristig, denke ich, werden diese Agenten immer leistungsfähiger und werden wir die ersten Unternehmen sehen, die gesamte Departments ersetzen mit Agenten erfolgreich. Und dann halt, wenn es erstmal funktioniert, werden es mehr und mehr Departments, die dann halt zusammenarbeiten, aber in jedem Department sitzen halt Agenten. Der Übergang wird natürlich sein, dass es immer noch einen Human in the Loop gibt, also immer noch jemanden, der dazwischen kommuniziert. Aber das sehe ich als sehr griffigen, ernstzunehmenden Veränderungsschritt in unserer Volkswirtschaft, der vieles mit sich ziehen wird.
Und ich bin mir nicht sicher, was passieren wird mit Arbeitsplätzen. Mhm. Ich glaube, aktuell werden auf jeden Fall auch viele neue geschaffen, auf jeden Fall. Und Leute wollen auch mehr Content sehen. Der muss auch wieder durch Menschen gecheckt werden und so weiter. Aber hundertprozentig vorhersehen, wo das Ganze hinläuft, kann ich nicht, weil ich lese täglich 3-4 KI-Paper, die neu rauskommen. Und die Entwicklung ist so rasant, dass ich eigentlich über nach sechs Monaten kann ich kaum etwas irgendwie vorhersehen, weil jedes neues Modell, was jetzt auch rauskommt, auch mich überraschen wird. Klar, es wird multimodal, es wird noch schlauer, es wird noch schneller, es wird noch günstiger und so weiter. Aber es gibt halt dann immer so Schwellen, an denen dann auf einmal Sachen anders ineinander greifen können. Und wenn die KIs erstmal in der Lage sind, eigene Instanzen aufzubauen, um Probleme zu lösen, kann sich das auch sehr schnell verselbstständigen. Und wir haben dann tatsächlich komplette Unternehmen, die ja, es quasi nicht gibt. Also da arbeitet kein Mensch mehr, sondern das passiert halt alles mit den KIs. Und ich weiß nicht, wie nah wir dran sind, aber es wird kommen. Aber die Frage ist dann, irgendwie wegen gehören dann von diesen Unternehmen? Ja, da werden Science-Fiction-Bücher drüber geschrieben, ich kann es dir nicht sagen. Und ganz ehrlich, ich glaube, auch meine Sicht kann häufig dann verkennen, wie komplex dann doch die Menschen wieder sind. Ne? Weil wenn jetzt alle auch anfangen, ne, machen dies und das mit KI, es gibt auch immer dann wieder die Gegenbewegung. Ne? Zum Beispiel jetzt auch auf YouTube habe ich wieder gesehen, es gibt diese mega, ne, super flashy und optimiert auf schnelle Cuts und sowas. Und es gibt eine ganz andere Branche von Videos, die sind halt super lang. Da setzt sich nur ein Typ auf den Stuhl irgendwo in der Prärie und redet eine halbe Stunde und bekommt Millionen von Views, weil Leute so ein starkes Verlangen haben nach diesem Unterschied, nach diesem, okay, nimm dir mal Zeit, hör mir mal eine halbe Stunde zu von jemandem, der so authentisch mit denen redet. Und diese Gegenbewegung, na, wir sehen auch jetzt wieder, die Jugend kauft sich CDs und sowas. Na, warum? Aber es ist halt ein altes Medium mit Nostalgiefaktor und diese Gegenbewegung, glaube ich, werden auch nochmal eine größere Rolle spielen. Also Hyper-KI wird dann wieder dieser Hyper-Mensch-Vermenschlichung, glaube ich, gegenüberstehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, versuch das. Ein schönes Verschlusswort für Jonathan. Wir werden sehen. Vielen Dank für die Zeit. Wir werden sehen, was passiert. In so einem Schluss, dann wissen wir es tatsächlich nicht. Keiner weiß, was in einem Monat vorauskommt oder in einem Jahr oder 3 Jahren. Ich glaube, wir als Menschen sollten nur halt frei sein, das Thema zu akzeptieren und auch damit zu experimentieren. Speziell als Unternehmen sollte man sich davon nicht verschließen. Das ist keine Gefahr, wenn man sich damit so beschäftigt. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist extrem wichtig. Der Mensch bleibt. Ja. KIs und Bildgeneration, 3D-Bildgeneration oder KI-Texte sind am Ende für den Menschen. Der Mensch soll irgendwas besser verstehen, soll es besser sehen können und besser wahrnehmen können. Die Kommunikation ist immer für Menschen und der Mensch bleibt. Für wen mache ich eigentlich das? Ich habe ein Produkt, ja, aber am Ende hilft es einem Menschen, um etwas Bestimmtes zu erreichen oder zu tun. Und die Marken, die, glaube ich, das immer im Zentrum haben, ihres Denkens, die werden profitieren, wenn sie KI nutzen, um dorthin zu kommen oder halt Digital Twins etc. Das kann sehr viele Vorteile bieten, aber am Ende geht es um Menschen. Ja, korrekt. Ganz genau. Vielen Dank.